Danke, Herr Präsident. Werte Damen und Herren von den Bildschirmen, wenn Sie heute die Diskussion gehört haben, haben Sie die Grüne, die ÖVP-Gesundheitssprecherin gehört, die kein Wort zum Volksbegehren gesagt hat, die sich hierher gestellt hat, reine Propaganda für eine Impfung gemacht hat. Das ist nicht die Art von Information, die wir gerne hätten für die Bevölkerung. Und das ist auch nicht der Zugang, den wir als freiheitliche Partei haben. Denn was wir wollen, das ist die Freiheit des Einzelnen zu wählen, ob er sich eben impfen lassen möchte oder ob er das nicht möchte. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt ja keinen Impfzwang, es steht ja nirgends, alle müssen geimpft werden. Ja, da haben Sie recht, meine Damen und Herren der ÖVP. Aber Sie handeln anders. Was Sie machen, wir haben ja jetzt einen Testzwang, den gibt es in Österreich bereits. Nirgends kann man hingehen, ohne sich testen zu lassen. Unsere Schulkinder werden nach wie vor dreimal wöchentlich getestet. Schulpflichtige Kinder, die 14-Jährigen, die müssen eine FFP2-Maske trotz negativen Test tragen. Im Übrigen sind das strengere Bestimmungen, als wir in der Gastronomie haben. Die Mitarbeiter in der Gastronomie, bei denen reicht der Mund-Nasen-Schutz. Unseren Kindern kann man sie antun, die haben ja keine Lobby. Und das, obwohl es überhaupt gar keinen Grund mehr gibt. Man hätte die Schulen längstens öffnen können, ohne sie zu testen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren, denn die Kinder sind weder die großen Infektionstreiber, noch sind sie diejenigen, die schwer erkranken. Und daher macht auch übrigens eine Impfung für Kinder überhaupt keinen Sinn, weil nämlich der Schaden ein größerer wäre als der Nutzen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, handelt es sich ja hierbei nicht um einen normalen Impfstoff, wie wir ihn kennen, der längst zugelassen ist. Nein, er befindet sich nach wie vor in der Studienphase 3. Das bedeutet, jeder, der heute geimpft wird, ist Teil eines großen Studienprojekts. Das sollten wir alle nicht vergessen. Und dennoch gibt es dann Aussagen vom Arbeitsrechtsexperten, der dann sagt, na selbstverständlich darf der Arbeitgeber jemanden kündigen, wenn er sich weigert, sich impfen zu lassen. Und selbstverständlich darf der Arbeitgeber den Impfstatus der Mitarbeiter erfragen. Meine Damen und Herren, das ist ein Bruch mit all dem, was wir bisher gehabt haben. Wenn Sie krank sind, wenn Sie sich eine Krankschreibung beim Arzt holen, dann steht drauf, dass Sie krank sind. Aber nicht, was sie haben, weil das den Arbeitgeber nämlich nichts angeht, meine Damen und Herren. Und genau das war auch eine ganz große Diskussion bei Elga. Dürfen die Arbeitsmediziner, dürfen die Betriebsmediziner reinschauen? Nein, sie dürfen es eben nicht, damit nicht im Betrieb bekannt wird, ob jemand vielleicht eine schwere Krankheit hat, eine chronische Krankheit hat und damit arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Bei Corona ist alles ausgesetzt. Bei Corona soll es eine Impfpflicht geben und die kommt durch die Hintertür, meine Damen und Herren. Und Sie in der ÖVP und Sie von den Grünen haben das ja heute hier dargelegt, dass das genau passieren wird. Nämlich, dass Ihre Wortmeldungen, dass Sie eben nicht auf das Volksbegehren eingehen, hat das genau belegt. Sie wollen die Impfpflicht, koste es, was es wolle. Und das sage ich Ihnen, das wird es mit uns nicht geben, meine Damen und Herren von der Österreichischen Volkspartei, weil wir stehen dazu zur Freiheit der Entscheidung des Einzelnen. Und die muss gegeben sein unter allen Umständen. Denn es kann niemand gezwungen werden, sich einen Impfstoff spritzen zu lassen, von dem man nicht weiß, ob er ihn verträgt oder ob er ihn nicht verträgt. Und ein Wort zum grünen Gesundheitssprecher hätte ich schon noch gern gesagt, weil er gesagt hat, niemand wird in Österreich diskriminiert. Das ist falsch, Herr Schallmeiner, auch wenn er jetzt nicht da ist. Richten Sie es ihm aus. Das ist falsch. Es gibt nämlich, Entschuldigung, naja, wenn Sie einen Platz wechseln. Es gibt nämlich eine ganz große Personengruppe in Österreich, die sich nicht impfen lassen können aus Gesundheitsgründen, aber die auch aufgrund einer Behinderung gar nicht getestet werden können. Die schließen Sie vom sozialen Leben aus, meine Damen und Herren. Das tun Sie bereits heute. Und Sie wollen jetzt ein Drittel derer, die sich nicht impfen lassen, weil sie sich informiert haben und weil sie dem Impfstoff eben kritisch gegenüberstehen und weil es in Österreich schon 106 Verstorbene gibt im Zusammenhang mit dieser Impfung. Und weil Sie diesen Leuten wollen, wollen Sie das soziale Leben verwehren, meine Damen und Herren. Und das ist unredlich und dagegen werden wir ankämpfen.